Moin Leute, hier zurück bei FIFA 21 mit dem kleinen ruchlosen Spiel hier. SV Werder Bremen gegen 1. FSV Mainz 05. Es ist Spieltag 30, nicht 28. Für Mainz ist es halt ein Spieltag weniger, weil das Spiel gegen Hertha BSC wurde abgesagt. Das heißt, sie haben ein Spiel weniger und haben dadurch natürlich eine bessere Ausgangsposition. Werder hat natürlich hier richtig die A-Karte, sagen wir es mal so. Weil nämlich, stimmt die Tabelle eigentlich? Weiß ich gar nicht. Stimmt nicht, wie ich weiß. Naja, auf die Tabelle gehen wir gleich nochmal ein, weil es ist ein richtiges Kellerduell jetzt. Mainz, wie gesagt, auf Platz 15, haben aber ein Spiel weniger mit 28 Punkten und Werder zu Platz 13 mit 30 Punkten. Und das ist auf jeden Fall ein übles Gedränge dann, was Punkte angeht, unten in der letzten Hälfte. Schalke 04 ist übrigens abgestiegen. Ja, seit gestern sind die Schalke abgestiegen, die schaffen es nicht mehr. Das war's, zweite Liga, Direktabstieg. Ja, kannst mal sehen, wa? Millionenunternehmen, Gazprom hat da zig hunderte Millionen reingepumpt in den Verein, jetzt sind sie zweite Liga. So ist das. Passiert, ist natürlich für jede Mannschaft nicht schön und für die Fans sowieso nicht. Aber weil in Gelsenkirchen gibt es auch nichts anderes als den Fußball, glaube ich. Aber ganz ehrlich, Schalke war für mich immer ein Verein, der einfach nur sich hochgekauft, warte, man muss mir ein Tor schießen, der durch die ganzen Sponsoren, die ganzen Gelder sich halt den Erfolg gekauft hat, aber wenn man die Mannschaft nicht gut managen kann und auch der sozusagen der Motivationstrainer nicht vorhanden ist und ja, dann kommt bei sowas raus, zweite Liga. Mein Werder hat letzte Saison ja auch gegen die zweite Liga gespielt und haben das einigermaßen noch hingekriegt in der Relegation. Dieses Jahr kann es übrigens nochmal passieren, dass die in der Relegation landen. Deswegen ist dieses Spiel ein Schicksalsspiel. Diese ganze Woche ist eine Schicksalswoche. Gegen FSV Mainz 05 jetzt hier ist es wichtig, mindestens unentschieden zu erlangen. Wenn das ein Sieg wäre, wäre das schon mal richtig gut. Werder braucht statistisch noch ungefähr 6 Punkte. Dann können wir sagen, wir steigen nicht mehr ab. Dann können wir schon mal nächste Saison planen. Das wäre schon mal richtig gut. Alles andere, wenn wir jetzt hier verlieren, wäre das noch richtig, richtig... Schade. Dann wäre das noch richtig knapp, was hier... die Saison angeht mit dem Abstieg. Das kann auch richtig nach hinten losgehen, weil nämlich ich glaube Arminia Bielefeld und Köln sind punktegleich auf 16 und 17 und 26 Punkte. Also es ist halt alles dicht an dicht. Wie gesagt, Werder braucht diese 6 Punkte, wenn nicht sogar noch jetzt den Sieg gegen Mainz. Dann jetzt am Samstag kommt 1. FC Union Berlin, ist das richtig? Also Union Berlin auf jeden Fall, aber 1. FC, weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall kommt Union Berlin, das spielen wir dann auswärts. Das ist auch nochmal wieder ein Schicksalsspiel. Also wir haben auf jeden Fall jetzt immer Spiele, wunderschön wieder, die uns halt alles abverlangen und wo wir auch immer richtig angreifen müssen. Wie gesagt, das ist auf jeden Fall eine richtig üble Sache. Wie gesagt, ich gehe mal kurz die Tabelle durch. Also 13. ist Werder Bremen, 14. ist Arminia Bielefeld, 15. ist Mainz 05, 16. ist Hertha und 17. ist Köln. So, und die hängen alle dicht auf dicht. Das darf man nicht vergessen. Wie gesagt, Union Berlin kommt jetzt am Samstag, dann kommt Leipzig im DFB-Pokal-Halbfinale, dann kommt Leverkusen, dann kommt Augsburg und kommt Mönchengladbach. Also jetzt müssen wir auf jeden Fall punkten diese Woche. Alles andere geht nicht. Jetzt müssen wir punkten. Das ist die Woche, wo wir punkten müssen. Wir brauchen mindestens, sage ich mal, 4 Punkte mindestens aus diesen beiden Spielen. Also einen Sieg und einen Unentschieden. Wenn wir beide Spiele verlieren, dann haben wir richtig die A-Karte. Dann hat Werder richtig noch, noch richtig in die Bredouille. Und als Fan müssen wir auch alle wieder weinen, sagen wir es mal wieder so, weil es vielleicht wieder doch wieder richtig in Relegation geht. Es kommt natürlich auch darauf an, wie halt die anderen Mannschaften spielen unten in der letzten Hälfte der Liga. Aber die sind im Moment gut drauf, sagen wir es mal so. Ich glaube, Mainz hat das vorige Spiel, was jetzt nicht abgesagt wurde, in Köln gewonnen auswärts. 3-2, so viel ich weiß. Und das ist eigentlich nicht schlecht. Mal abseits, Mist. So, und bei Werder sieht es halt im Moment so aus. Die verlieren jedes Spiel im Moment. Ich glaube, 4 oder 5 Spiele am Stück haben sie schön verloren und auch nicht gerade niedrig. Das Spiel in Stuttgart war ja auch ziemlich wichtig gewesen. Haben sie unverdient 1-0 verloren. Da hätten sie auf jeden Fall einen Sieg verdient oder mindestens unentschieden auswärts in Stuttgart. Ab da ging es dann los, nur verloren, verloren, verloren. Und das auch recht hoch immer. Letzter Lose jetzt zwar gegen Dortmund mit 4-1. Da hat Werder überhaupt kein Licht gesehen, sagen wir mal so. Gut, ein Tor geschossen und danach war das komplett Feierabend mit dem Spiel. Habe ich live gesehen im Fernsehen das Spiel. Und Möwald hat 2 direkte Tore verursacht. Einmal ein Abpraller, der ganz komisch weitergeleitet wurde von ihm. Und dann noch der Elfmeter.
Und da hat sie es echt schon ledig gehabt. Und dann das 4-1 nochmal von Haaland, glaube ich. Also das ist, also im Moment ist echt, also da fehlt auf jeden Fall komplett der Spielmacher. Also dass die halt, wie heißt er nochmal? Also Kruse sowieso, dass der weggegangen ist, war schon mal richtig blöd. Und dann nochmal hier der Holländer, den hab ich vergessen. Wie heißt der nochmal, der Holländer? Na egal, ihr wisst, wen ich meine, den sie an Ajax gegeben haben für 10 oder 11 Millionen. Ja, der Spielmacher wurde nicht nachgekauft. Finanziell ist Werder auch angeschlagen. Deswegen kommt jetzt ja eine Werder-Anleihe, die ja schon draußen ist, aber erst für Fans oder für Investoren erst im Mai geschrieben werden kann. Also dann kann man die erst kaufen. Muss man sich dreimal überlegen, sowas zu machen. Wie gesagt, wenn Werder absteigt, dann sieht es schon mal richtig schlecht aus. Schade. Ja, und Werder braucht halt Kohle. So, es ist aber hier, wie gesagt, keine Werbung von mir. Ne? Muss jeder selber entscheiden. Alles, was mit Geschäften, mit Geld zu tun hat und irgendwie Investitionen und Anleihen und Aktien und so, ist alles Risikogeschäft. Kann man alles verlieren an Geld, was man da investiert. Das muss man immer selber wissen. Aber wie gesagt, ich bin am Überlegen, das eventuell zu machen, Anleihe zu holen. Aber es kommt jetzt darauf an, wie diese Woche die Spiele sind bei Werder. Dann daran mache ich das fest, ob ich jetzt eine Anleihe kaufe oder nicht. So sieht es nämlich aus. Aber nur den Mindesteinsatz Anleihenkosten werde ich da reinhauen, mehr nicht. Einfach, weil ich ein Fan bin und ein bisschen investieren möchte. Aber nur in kleinen Rahmen. Wie gesagt, und es ist halt ein hohes Risiko. Das muss man da immer wieder zu sagen. Ja, wie gesagt, Werder hat irgendwie 30 Millionen Euro Kredit gekriegt. Und dann, mal kurz mich konzentrieren. Lauf. Und Tor? Nee, Tor. Schade. Ja, 20 Millionen Kredit gekriegt. Weil, wie gesagt, die ganzen Stadioneinnahmen fehlen halt komplett. Muss ich mal überlegen, das ist immer. Oh. Boah, schade. Jedes Jahr um die 20 bis 30 Millionen Euro Stadioneinnahmen sind. Plus rundrum, ne? Also hier Merch, Bierverkauf, Bratwurstverkauf. Trinkenverkauf, alles was rundherum ist, ist ja alles mit Werder mit inbegriffen. Ja, da fehlt halt richtig Kohle. Was natürlich für einen kleinen Verein wie Werder natürlich richtig beutelt und wo wir dann auch sagen müssen, da kann man auch keine guten Stars kaufen. Beziehungsweise könnte man schon, aber halt mit einem hohen Risiko, dass das Geld halt den Verein dann sozusagen bei dem Kauf von dem Spieler, der gut ist, kaputt machen könnte. Und wieder eventuell die erste Liga-Lizenz verlieren. Deswegen muss Werder ja immer gucken, was abgeht. Aber ohne Moos nichts los, muss man dazu auch mal klar sagen. Wenn man in der ersten Liga nicht investieren kann, kann man die erste Liga auch nicht halten. So einfach ist das. Und im Moment spielt Werder wirklich zweitklassig im Moment. Die letzten vier Spiele waren zweitklassig. Das kann man nicht anders sagen. Das war echt richtig schlimm zuzugucken, wie die gespielt haben. Da muss man gar nichts beschönigen und so. Also es hat richtig wehgetan als Werder-Fan. Die haben ab und zu überhaupt keine Substanz im Spiel gehabt und wussten hinten und vorne nicht, was so los ist. War das erzählt? Oh yeah. Na cool. 4-0 in der ersten Halbzeit. Läuft. Ja, wie gesagt, bei Werder ist halt im Moment, das Spiel sieht total verfahren aus. Wenn es Richtung Konter geht oder schnelles Spiel nach vorne, dann stoppen die erstmal dreimal. Dann hat es jetzt schon wieder erledigt mit dem Konter. Und das ist schon ab und zu richtig übel zuzugucken da. Die Abwehr, ja, die reden immer im Fernsehen von wegen so, ja, die Abwehr hat sich sehr stark stabilisiert und so, bla bla bla. Ja, ein bisschen, aber Topak hat jetzt einen Muskelfaserriss, der fällt erstmal aus. Das ist schon mal sehr schlecht, weil der hat auch sehr, sehr gut gespielt immer. Füllkrug ist wohl wieder am Start, wie ich es mitgekriegt habe. Und aber Werder ist halt immer jetzt wieder gerannt für Punkte abholen und zwar für andere Mannschaften. Und das finde ich schon ziemlich übel. Also es macht keinen Spaß. So, 3-0 zur Halbzeit. 4-0? Naja, hab zu viel gesabbelt. So, geht in die zweite Halbzeit. Wenn es so läuft gegen ersten FSV Mainz 05, wäre das natürlich richtig super. Wäre richtig geil, würde mich richtig freuen. Aber das werden wir dann natürlich alles sehen. Anpfiff ist übrigens jetzt heute um 20:30, also am 21. April um 20:30 im Weserstadion. Und ja gut, Heimvorteil ist eh nicht vorhanden, weil keine Fans im Stadion sind, ist eh egal wegen Corona, aber bis jetzt habe ich nichts weiter gehört, dass es nicht angepfiffen wird wegen irgendwelchen Corona-Fällen. Da muss man ja auch immer gucken, ne? Wow, schönes Tor für Mainz. Da muss man ja natürlich auch mal gucken, wie gesagt, sobald es einen Corona-Fall in einer Mannschaft gibt, kann das Spiel komplett abgesagt werden und das Spiel verschoben werden. Das wäre halt immer wettbewerbsverzehrend, das wäre immer nicht so toll. Komplett frei ist er da in der Mitte. Aber schönes Tor für Mainz, gucken wir uns mal eben an. Ja, nun komm. Wie lange dauert das?
Ja, schon. So. Naja, auf jeden Fall ist es ja immer ein Risiko. Und deswegen war ja das Spiel abgesagt, Mainz gegen Hertha BSC, weil Hertha BSC irgendwie drei Corona-Fälle in der Mannschaft hatte. Und dann müssen die jetzt erstmal in Quarantäne. So sieht es im Moment aus. Und das ist halt wettbewerbsverzerrend, weil die alle dann ein Spiel weniger haben. Und beide Mannschaften hängen unten im Keller. Das wäre für Werder halt eben fatal, wenn sie jetzt hier gegen Mainz verlieren oder unentschieden spielen. Also ein Sieg wäre halt perfekt. Und deswegen müssen die halt auch richtig ran hier, die Werderaner, ne? So sieht es nicht aus. Schade. Ja, und sonst, wer da verletzungsbedingt, weiß ich gar nicht genau, was da alles Sache ist, kann ich gar nicht genau sagen. Also auf jeden Fall ist Tobak nicht dabei. Wie gesagt, die Muskelfaser ist Füllkrug ist wohl wieder fit, Gott sei Dank, eigentlich wieder ein Stürmer, der soll wohl auch spielen. Hoffe ich zumindest. Dann haben wir natürlich. Dann ist natürlich Bargfrede wieder da. Natürlich ist gut. Bargfrede soll eventuell aushelfen. Der ist in einer Mannschaftstraining eingeladen worden und der wird eventuell spielen. Mal abwarten. Ich wäre natürlich sehr lustig, wenn Bargfrede mal wieder spielen würde. Aber wie gesagt, das steht erstmal ein Stern. Elfer. Oh nein, shit. Ich habe einen Elfer verursacht. Ah. Herr Friedel. Mal gucken. Ja, okay. Naja, Werder ist ja bekannt für Elfmeter verursachen. Ah, shit. Na gut, muss ich mich jetzt wieder anstrengen. Anschlusstreffer von Mainz. Muss ich mir wieder konzentrieren. Wie gesagt, Bargfrede ist wieder zurück erstmal. Gucken, wie lange. Da kriegt ja seinen Einsatz gegen Mainz, aber ich glaube erstmal nicht. Ich glaube, wenn, dann spielt Bargfrede zum Ende kurz. Aber nur, wenn Werder auch in Führung ist. Und das wahrscheinlich zwei Tore plus. Das ist, glaube ich, eher nicht dran. Ey, Rückpass! Hallo? Das war ja wohl ein eindeutiger Rückpass. Hallo? Naja. Ja, und sonst, ja, bei Werder, wie gesagt, stehen ja viele Verträge auf dem Prüfstand. Aufgrund halt, dass jetzt viele Verträge auslaufen 2022. Das heißt, sie müssen entweder jetzt noch Verträge verlängern, damit sie noch eine Ablösesumme kriegen, oder jetzt verkaufen. Angeblich ist Aston Villa wieder an Rashica dran, aber dies mit einer Kondition natürlich, schlechtere Kondition natürlich, weil Rashica war ja letztes Jahr ein bisschen zu gierig, der wollte ja immer zu viel Geld haben, zu viel Handgeld und so und zu viel Gehalt. Und dann hat Aston Villa gesagt, nö, das machen wir nicht mit, doppeltes Gehalt gibt's nicht. Und ja, dann deswegen spielt er jetzt bei Werder, weil nämlich der Deal geplatzt ist, weil Rashica einfach zu viel wollte. Und wenn man zu gierig ist, dann hat man da auch keinen Bock drauf als Verein. So sieht es nämlich aus. Naja, und sonst mal schauen. Es sind einige Verträge wieder offen. Ich glaube, Groß spielt, glaube ich, nicht. Der ist gelb gesperrt, obwohl er eigentlich ganz gut gespielt hat in Dortmund, finde ich. Leider ist er gelb gesperrt. Oh, schade. Und sonst, ja, wird sich dann zeigen, wie die Mannschaftsaufstellung ist. Weiß ich nicht so genau. Und ja. Und dann gibt es natürlich immer das Ultra-Thema im Moment, ist ja die Super League, ja, wo sich viele Top-Clubs erstmal eingetragen haben, dass sie eine separate Liga machen wollen mit ihren eigenen Gremien und Kontrollmechanismen und sowas. Und da gibt es ja jetzt auch nicht Stunk, aber die wollen halt von der UEFA weg, weil wo die UEFA wohl denen ein Dorn im Auge ist. Und es geht halt um die europäische Liga. Ja. Oh shit. Ach, gut, Pavlenka. Ja, mal gucken, was dabei rauskommt noch. Auf jeden Fall wäre es auf jeden Fall auch wieder wettbewerbsverzerrend. Dann sind die anderen Ligen alle Pustekuchen. Dann ist die erste Bundesliga eigentlich mehr nur weniger, dann nur noch zweite Liga, weil die Topclubs alle raus sind. Die zweite Liga wäre dann die dritte Liga, immer so weiter, wenn eine neue Liga kommen würde. Mit den Topclubs sind halt die anderen Ligen halt alle Pustekuchen. Sagen wir es mal so, beziehungsweise die Ligen werden alle... oh, nicht schon wieder, Elfer. Ey, komm schon! Ja, komm, ey, leck mich doch, ey. Das war gar nichts. Ja, ja. Ja, halt. Schwein ab. Ja, wie gesagt, wenn neue Liga entstehen sollte, dann sind halt die anderen Ligen halt alle nicht mehr erste Liga, wie gesagt, sondern eine Liga wieder runter. Das muss man ganz klar sagen. Oh. Mainz macht hier ganz schön Druck gerade. Mann, das kommt auch die ganze Zeit Sabbel. Und ganz abgelenkt bin. Ist halt so, ne? Ist halt so. Oh, jetzt mach doch mal einen richtigen Pass da.
Also, und so wird das Spiel vielleicht wirklich, ne? Das wird ein ziemliches Gehackel und ein ziemlicher Kampf. Ich gehe auch davon aus, da werden viele Karten fliegen. Also viele gelbe Karten, hoffentlich keine gelb-roten oder roten Karten. Aber da wird auf jeden Fall viel Kampf drin sein, weil es ist halt ein direkter Abstiegskampf-Fight hier. Alles andere ist das nicht. Und jetzt ist natürlich auch die Frage, wer die bessere Ausgangslage? Mainz oder Werder? Werder hat, wie gesagt, schon verkackt letztes Spiel und Mainz hat Spielpause. Deswegen weiß man jetzt auch nicht genau, was gut ist und was nicht. Ach man. So, jetzt muss ich mir kurz konzentrieren hier. KI ist übrigens auf Profi gestellt. Oh, wow, wow. Ey! Alter! Alter, was war das denn jetzt, ey? Dieser Live-Kader ist aktiv natürlich. Da müssen wir hier mal irgendwas gut angriffen kriegen hier. Schade. Schade, schade, schade. Ich laufe auch gleich gerade irre in der Gegend rum. Ja. Wichtig und richtig. Richtig und wichtig. Wie heißt das nochmal? Ah, Mainz hat echt jetzt zweite Halbzeit komplett die Kontrolle übernommen in diesem Spiel hier. Boah, schöner Schuss eigentlich. Füllt hier einmal. So, Abschlag, ein bisschen Ball halten, dann ist Feierabend hier. Ja, Werder gewinnt zu Hause 3-2. Und ich hoffe, das Ergebnis wird auch stimmen heute Abend. Ich werde es live mir angucken, das Spiel. Und als Werderaner ist es natürlich top, als Mainz-Fan natürlich nicht, aber so soll es sein. Und ja, schönes Spiel. Ich habe auch viel gesabbelt, aber muss auch mal sein. So, so können wir stehen lassen. Jetzt gucken wir uns noch die 5 Tore an. Bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen und Zuhören. Eingehauen bis zum nächsten Spieltag hier bei FIFA 21. Und tschüss.